Hallo und Savadikap. So, ich will mal ein kleines Update machen. Gestern hatte ich ja eine Eilmeldung rausgebracht. Es stimmte alles. Die Bangla hat aufgemacht. Es gibt dort Alkohol. Daraufhin hat mir der Thomas von Kokosus angerufen und sagte, er ist ja in Phuket. Ich weiß davon nichts. Ist das auch richtig? Und. Ich wollte die Medien nicht vorgreifen, bevor was in der Zeitung steht. Habe ich es wieder rausgenommen. Also jetzt, es ist, die Bangla Rot ist auf. Die Bars müssen offiziell geschlossen bleiben. Aber viele Bars haben eine Restaurantlizenz gemacht und machen deshalb auf. Zusätzlich wird Alkohol verkauft. Der Alkoholverkauf ist offiziell verboten. So, für Restaurants und für Bars. Aber wie aus einem Bericht aus der Phuket News hat jetzt der Herr Tavi, wie der Name, es ist verboten, aber man duldet es. So, es kann auch bald wieder vorbei sein. So, in dem Gespräch war auch drin, dass die wir selber wissen, dass alle an Existenzminimum knabbern da und irgendwas muss ja laufen. Also ganz offiziell ist ja Alkohol verboten, aber es verkauft fast jeder Alkohol. So, gestern waren die Bars auch wieder geöffnet und alle Entertainments, ich denke mal die Gogo-Bars nicht. Ihr könnt wohl schlecht eine Restaurantlizenz machen. Ja, also die Bars sind offen, ist auch ein bisschen Betrieb auf der Bangla Road. Nicht nur Bangla Road, in Patong, in fast allen Bars sind geöffnet und da sitzen auch Kunden. Wenn sie natürlich wieder wie vorher, wurde es von 11 auf 9 Uhr umgesetzt und dann haben sie es übertrieben und die Zeiten wieder selber hochgeschraubt, dann haben sie einen Schlussstrich gestogen. Man weiß es nicht. Ich denke mal, wenn sich alle jetzt dran halten, dass sie um 11 Uhr zumachen, dass also kein Gast mehr da drin sitzt, um 11 Uhr, vielleicht treffen sich die Leute woanders oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. So, das ist also offiziell, dass die Bars inoffiziell aufhaben. So. Also das weiß jetzt jeder. Hoffen wir, dass es jetzt so bleibt, dass die Bars weiter offen bleiben, dass sie also nicht anfangen. Und ist ja so, wenn man den Strohhalm gibt, dann ist der Arm gleich weg. Dass sie also halten, dass sie also um 10:45 das letzte Bier ausschenken und dass um 10:55 der letzte Gast das Restaurant, angebliche Restaurant, verlassen hat. Dann denke ich mal, wird auch nichts passieren. So war das also letztens, wo ich da war. Ja? So, das war es also. Update von der Eilmeldung, Spätmeldung jetzt mit, dass es schon in den Medien veröffentlicht wurde. Das wurde also schon am 14. gestern auch in den Phuket News veröffentlicht. Hat nur kein Mensch gesehen. Ja, das war es bis dann. Der Dieter. Wenn euch die Videos gefallen, Finger hoch, abonniert den Kanal und die Glocke. Bis dann. Tschüss.